Die brauchen jetzt mal kurz eine gute Behandlung. Ey, wenn wir in dem Zustand jetzt plötzlich dieses Alienschiff angreifen, das ist doch so blöd. Gut, die Bots machen sauber, das ist wichtig. Die Tiere dürfen auf jeden Fall in den unbegrenzten Bereich raus. Die fressen hier die ganzen Dinger weg. Ja, wenigstens etwas. So, die Kaninchen werden hier gerade verwurstet. So, haben wir eigentlich diese Kühlschränke mittlerweile? Ja, sehr schön. Erlaube... Also, rohes Essen. Tierische Produkte? Nein. Vegetarisch? Hier, wo ist denn das Heugras drin? Heu. Wichtig. Okay. Und was ist bei dir? Bevorzugt. Das ist gut. Okay. Killerhasen, ja, das ist echt übel. Es schneit draußen, oder was? Leichter Schneefall. Jetzt zum Tier, ey. Brummen verstärkt, jetzt müssen wir handeln. Okay, meine Lieben, wir müssen... Schau mal, das ist alles mittlerweile hier schon richtig übel. Wir müssen handeln. Wie schaut's bei Moritz aus? Geht schon. Mittel, Wilder, Mittel, Jarun, Mittel, Charlotta, leicht. Okay. Eine Vorratskapsel. Was ist das denn? Agavennektar. Okay. Ich meine, wir haben zu essen. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Wir haben aber dummerweise jetzt eine Kältewelle. Das bedeutet, das, was wir jetzt hier, das bisschen, was wir hier angepflanzt hatten, ist jetzt auch schon wieder fort. Das ist weg. Okay. Ulrich, ich wünsche dir was. Mach's gut. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit gehabt. Hasenbraten, sagt er noch am Schluss. So. Okay, die letzten Häschen werden hier ja noch verwurstelt. Okay. Gut, meine Lieben. Dann, wir speichern nochmal ganz kurz. Kurzer Save hier an der Stelle. Und dann gehen wir jetzt mal ganz kurz an... Position. Die Tiere bleiben hoffentlich draußen. Ach, wir hätten die ja hier jagen können. Ja, sowas Doofes. So. Die großen Kämpfer kommen hier mit rein. Bogenschützen auch mit her. Jarun hat ein Messer. Tops geht hier hin. Wilder kommt hier rüber. Holla geht auch hier rüber. Wladimir, du gehst auch daher. Ilona macht Backup hinten. Moritz kommt hier rüber. Warum läuft da ein Alpaka rum? Verwirrung bei Jarun, das ist nicht gut. Jarun läuft jetzt hier völlig planlos durch die Gegend. Er kann jetzt nicht angreifen, während Jarun hier rumeiert. Ja, egal. Feuer frei! Angriff konzentrieren, Freunde! Kill die Raupe! Alter! Feuer frei! Okay, Freunde, alle weg hier. Nehmt mit, was geht, und ab dafür. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Uiuiuiui. Sieht aus wie eine Riesenmade. Bäh, sagt die Holla. Ja. Aber wir haben sie besiegt, die Made. Dafür brauchen wir natürlich einige Leute, denen es jetzt richtig, richtig mistig geht. Aber es sollte sich jetzt alles erholen.
Ja, abgestürzte Raumschiffteile sind das Schlimmste, was einem in der Kolonie passieren kann. Immer schon gewesen. Immer schon gewesen, meine Lieben. Aber ich habe jetzt die Hoffnung, mit wenig Essen und so weiter, dass auf jeden Fall hier ein bisschen was wieder sich verbessert. Energieblaster hat er ein bisschen Treffer bekommen. Schwere Energieblaster auch hier. Schwere Energieblaster auch bei Anacon. Crash ist noch... Schicht Crash mal hin. Ilona. Wir müssen die Leute heilen, bevor sie irgendwelche Infektionen bekommen. Zwerg. Jarun läuft auch noch frei rum. Bilder haben wir noch hier. Ein starker Schmerz. Eine weit entfernte Maschine des Hasses. Der Rimmonth? Nein, tatsächlich nicht. Wir spielen heute mal Rimworld. Wir spielen mal querbeet den Monat wieder. Crazy Crafter, grüß dich, hi. Wir machen querbeet. Einfach wirklich mal querbeet. Wir schauen, was so geht diesen Monat. Und das ist cool so. Was kann man jetzt mit der Raupe machen? Die können wir zerlegen. Aber ich würde vorschlagen, meine Lieben, wir haben einen Fernkämpfer ohne, also einen Jäger ohne Waffe. Wir sollten aber jetzt mal gucken, bis alle mal wirklich behandelt wurden. Und schicken die Tiere mal wieder raus. Das können wir machen. Liebe Mods, ich würde sagen, es ist Zeit. Es ist Zeit. Jarun, glaube ich, war noch einer von unseren Leuten. Ja, Jarun war das. Aoi ist jetzt dran. Liebe Moderatoren, haut mal bitte ein 10er-Ticket. Ticket pro 10 Zwergtaler. Für die beiden Stream-Chats raus. Ein Kolonist, das steht zur Auswahl. Und zwar ist das der Aoi McDonald. 22 Jahre alt, interessiert an Nahkampf, Bergbau, Kunst und Soziales. Fabrikwelt-Straßenkind, Höhlenwelt-Erleuchterin. Stubenhocker, neurotisch und geschickt. Es könnte interessant werden mit diesem Charakter. Mensch, auf jeden Fall. Ja, wäre schon ziemlich nice. Meine Lieben, alle checken gerade die Zwergtaler. So 10 Zwergtaler pro Ticket, ungefähr 10 Tickets als Max-Cap. Das stelle ich mir so vor, meine lieben Moderatoren. Ich glaube, das können wir machen, oder? Also die Zwergtaler rauschen hier gerade durch. Sehr schön. Aoi steht zum Kolonisten werden. Mal gucken, wie lange es dauert. Wünsche euch viel Glück, sagt Ilona. Das ist bestimmt auf jeden Fall was. Protein. Einen Taler zu wenig. Marvin, das ist nicht schlimm. Genau, Lipord raus, glaube ich, war das gerade. Haut nämlich gleich noch Zwergtaler hinterher. Ein Kolo. 10 Taler. Also ihr könnt euch 10 Tickets kaufen. Ein Ticket kostet 10 Zwergtaler. Kauft ihr einmal Raffle. Gebt ihr einmal Raffle ein, kauft ihr ein Ticket. Könnt aber auch 5 eingeben oder 10. Na, dann sind 100 Zwergtaler quasi weg. Wenn ihr nicht genug habt, registriert euch der Bot einfach nicht. Oder wilder war es, ja. Auch gut. Lichtrezeptor. Ersetzt ein verlorenes Auge. Sogar Formen darstellen, allerdings verschwommen, als ob man durch ein Milchglas schauen würde. Nur ein wenig farbloser. Alter Schwede, wir bauen bionische Augen. Geil. Finde ich gut. Bionics. Rippenimplantate. Auf jeden Fall. Ersatzorgane wären auch geil. Wobei, nein, 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 wir machen mal was anderes. Wir müssen mal was anderes forschen. Wir müssen mal was anderes forschen. Ein Teufelsgarnpilz wäre gut. Teufelsgarnpilz forschen wir mal. Mal gucken, wer neu in unsere Kolonie reinkommt. Das wäre natürlich immer sehr spannend jetzt. Einen kompletten Cyborg, ja. Wir könnten jetzt natürlich die Leute halt wirklich retten, die schon schwer angeschlagen sind eigentlich. Hier kommt der Mech. Oh, da kommt die Made. Hier wird jetzt garantiert zerlegt an der Werkbank. Jo. Und hier kommt auch tatsächlich ein Bauteil raus. Und Plastal. Okay.
Verzweckt die weisen MAI-Roboter bzw. in Rimmel? Ich habe Roboter drin, allerdings nur diese Bodenbots. Die anderen habe ich noch nicht hinzugefügt. Okay. Hier unten liegen auch noch gute Sachen drin. Hier haben wir Jade noch. Wahnsinn. Was wir alles haben. Ist unfassbar. Was haben wir hier noch? Okay. Prof Creep, grüß dich. Hi. So. Wir schauen gerade mal, was wir hier so machen können. Haut gleich einen Raffle raus. Sehr gut. Kleines R. Muss ein kleines R reinmachen. Ich glaube, sonst zählt das nicht. Hast du denn genug Zwergtaler? Prof Creep, ich weiß es nicht. Gib mal Ausrufezeichen ZT in den Chat ein, mal gucken. Das werde ich gleich rausfinden. Naja, wenn das, ich würde das sicherheitshalber machen. Ja, ich glaube, ein Raffle 1 wäre, oder Raffle einfach nur, wäre, glaube ich, das Richtige. Was macht Jaruna eigentlich da drin? Ab mit dir ins Bett. Ey, wenigstens ein bisschen Essen haben wir. 6% gewachsen, ey. Wir werden sofort wieder neue Nachschub brauchen. Haben wir irgendwelche Wildtiere am Start? Ein Hasen. Eichhörnchen, Ratte, Ratte. Waschbär, Waschbär. Ein Rotfuchs ist ein gefährliches Raubtier, ein Truthahn. Steinbock, Steinbock. Geiß. Nashorn? Wie viel Essen hast du? 270 Fleisch hätte er im Angebot. Ah, ob ich die angreifen will, weiß ich nicht. Jagen! Timperator, ja! Bin schon auf dem Weg. Okay. Okay. Holla ist gestresst. Ja, das ist halt eben momentan das Problem. Mich halt nicht, diese anderen Viecher anzugraben. Na, Eichhörnchen und so weiter, das kann man immer mal jagen, aber es bringt halt nicht viel. Schade, dass die nicht, dass man da nicht sagen könnte, Gruppen aus 4 Jägern oder sowas. Huh, da haben wir was. Da haben wir was, meine Lieben. Sehr schön. Kek hat auf jeden Fall gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle auch von mir nochmal ein episches... Moment, so war das. So, Keks. So, herzlichen Glückwunsch. Einen fetzen Hype in den Chat, meine Lieben. Sehr nice. Keiner von Twitch gewonnen. Ja, naja, das kann immer mal sein, meine Lieben. Na? Dafür beim die letzten, glaube ich, 2 Autogrammkarten gingen an Twitch. Also von daher, hey, warum nicht? Was? Du darfst Drogen nehmen? Was? Was ist denn nur los? Koffeinsucht? Wir haben einen Husky, der koffeinsüchtig ist. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht. Okay. Wildtiere, nochmal neuer Check. Haben wir hier noch eine Ratte im Angebot? Boomrats greifen wir nicht an. Alpakas. Schicken wir die Jägertruppe raus. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Nahrung ist da. Es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen. Warum haben wir hier einen anderen... Wo ist denn deine Waffe?
Darski ist mal mega geil, ja. Auf jeden Fall, Joshua. Das ist der Beste. So, der Erste hat Hunger. Tops hat Hunger gerade. Ey, wachst, meine kleinen Kartoffeln, wachst. So, hier wird der Erste ein bisschen essen, was ist wieder da. Und ein Alpaka frisst das. Alpaka 23. Wladimir raucht erstmal hinter der Bude eine. Oh, schön. Nehmen wir uns natürlich mit. Haben wir noch Wildtiere im Angebot? Haben wir einen Geiß? Steinbock? Ja. Wenig. Alles nicht so viel. Jersey! Hat Schmerzen. Komm, ab dafür! Oh nein, unser Husky. So, jetzt wo die ganze Truppe da ist, können wir eigentlich auch mal was machen. Wie so ein Nashorn zerlegen. Okay, weiter geht's, Freunde. Wieder einen verloren von der Gruppe. Es gibt momentan keine Wildtiere hier. Ist zu wenig da. Zeig dem Nashorn, wer das Zwerg ist. Ja, allerdings. So machen wir das. So, hier haben wir jetzt wie viel Grad drinnen gerade? Minus. Oh, da müssen wir auf jeden Fall die Wärme reinbauen. Hä? Warum? Warum tut denn sich das Innending hier so schwer? Ja, vielleicht wird's dann besser. Ja, jetzt wird's besser. Okay. FFW-Fan, grüß dich, hi. So, aber jetzt gucken wir gerade her. Rette gerne einen roten Teppich als Boden. Echt jetzt? Müssen einen Teppich reinhaben. Naja gut, warum nicht? Das wird aber ewig bauen, ne? Das dauert ein bisschen, bis dein Teppich drin ist, weil wir müssen erst Baumwolle pflanzen. Und ich glaube, die ist hier. So, ich hoffe, jetzt kommt bald was zu essen an, weil dann haben wir wenigstens keine Not mehr, hier irgendwas schießen zu müssen. Ich schaue nämlich immer die ganze Zeit mit ein bisschen kritischen Äugleins, schaue ich hier oben auf diese Zahl und sehe die ganze Zeit, dass wir kaum was zu essen da haben. Also wirklich fast nichts. Liebe, dankeschön. Prinzensocken, grüß dich, hi. So. Okay. Wir haben einen Haufen grünen Tee. Ich weiß nicht, was wir damit machen sollen.